Nee, schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Ich bin Schatzelöhne5 und heute ist ein wunderbarer Sonntag und ich ramm die Tür auf, weil ich kann. Paff! Dort unten schmoren die simonistischen Päpste, jene falschen Pfaffen, denen du so blind folgtest. Oh, falsche Päpste. Yay. Mit sowas kenne ich mich aus. Solche falschen 50er. Das geht ja mal gar nicht. So, was soll ich tun? Luftkills. Besiege 5 Gegner, während die in der Luft sind. In einer Minute. Ja, das... Wobei... Oh, nee, das sind die Dinger. Erstmal die Schilde weg. So. Jetzt können wir weiterreden. In der Luft. Nicht. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfallen würde. Ja, das war gar nichts. Wie soll ich das denn machen? Okay, das war einer. Autsch. Ja, ihr fällt schon mal aus. Ihr haltet mir dafür... Achso, ich mache auch, glaube ich, mehr Schaden. Ja, das war kein... Das zählt nicht als Luftkill. Fuck, Mann. Das ist schwer. Die Minute ist fast um und ich habe noch gar nichts. Das war ein Luftkill. Ich muss es trotzdem offenbar noch machen, okay. Mann, die sterben ja schon vorher. Das ist fies. Okay, ich muss ernsthaft mit diesem einen Angriff aufhören. Okay, das ist noch einer. Ah, schade, den Bonus kriegen wir den dementsprechend nicht, aber... Oh, was soll's? Oh Mann! Das ist unfair, die sterben, bevor ich da überhaupt zu komme. Das war kein Luftkill? Also so gar... Ich brauche... Also damit brauche ich gar nicht anfangen. Also hier ganz simple, langweilige Luftkombis. Was? So. Okay. Herausforderung geschafft. Ich glaube, den Bonus habe ich bis jetzt noch nicht einmal hingekriegt. Außer, nee, zu Anfang auch nicht. Ich hab's noch nie einmal hingekriegt. Schade, ich hätte gerne mal gewusst, was man dafür bekommt. Mir gefällt dieses Gebiet aber irgendwo. So die Idee her. So miesen Herausforderungen etc. Ah, guck mal. Wie geht's dir? Wie wertvoll ist bei allem Reichtum ein guter Rat? Nachtkreisende Betrug, er wurde Mann zur Frau und Förder. Vertraut meinen Weissagungen, bitte. Nur weil er nicht mehr... Digga, derbe Erlösung. Du solltest das Geschlecht sein, das du sein möchtest, wenn du dich als Mann unwohl fühlst, for fuck's sake, dann seine Frau. Andersrum genauso. Hab sowas gefälligst zu respektieren. Ich glaube, ich vermittle hier leicht, leichte Werte. Das ist meine Aufgabe. Als ziemlich abgespackter LPer, der nichts Besseres zu tun hat, als Knöpfe zu drücken, wenn man es ihm befiehlt. By the way, das ist gerade hier fucking easy. Nein! Einen verkackt! 930 Seelen. Yes! Ich bin euer Digga, wenn du eine Frau sein willst, sei eine Frau. Wo ist das Problem? What's the deal? Bin ich der Einzige, der offen genug für sowas ist, um sowas anzuerkennen? Der sich sagt so, wow, wenn du eine Frau sein willst, sei eine Frau. Wenn du ein Mann sein willst, sei ein Mann. Be a man. Ich fühle mich in meiner Haut wohl. So schaut's aus. Zack. So, was als nächstes? Was ist das für? Du pust mich an! Verpiss dich! Okay.
hatten die falschen Propheten hier deine Zukunft nur vorhergesehen. Hexen? Okay. Wie viel Seelen habe ich? Knapp 3000. Kann man uns bald wieder mal was gönnen. Nur was? Kann mir hier nicht noch irgendwie was? Das kostet auch 5000. Das erscheint mir weniger sinnvoll. Das ebenso. Was haben wir denn hier noch? Nee. Das könnte ich mir mal langsam zulegen. Ja, nee. Ist richtig, nee. Nicht mal das sieht wirklich episch aus. Das könnte aber praktisch sein. Oder wir sparen erstmal. Lasst uns sparen. Lasst uns sparen, meine Kinder. Und wupp, 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 wupp. Bleibe 8 Sekunden in der Luft. Was? Wenn ich die Zeuge hinein will. Hä? Was soll ich das denn machen? Ja, Moment mal, dann mache ich mir das doch simpel. Dann mache ich mir das doch simpel. Dann zerfetze ich erst die Gegner und dann... Warte mal, ich mache es. Ich zerfetze erst den einen und dann den anderen. Ist das ein Deal? Ja, super Idee. Schmutzige Geschäfte. Nein! Okay. Das ist fies. So, nochmal. Oh nee, er hat sich nicht grabben lassen. Ja, und sobald ich dann keinen mehr hab, ist es ziemlich scheiße. Und das sollte ich wirklich erst ganz am Ende machen, weil danach kann ich nichts mehr in der Luft. Oh, das ist ja simpel. Das ist ja simpel. So kann man, mit dem Griff kann man sich das ja richtig simpel machen. Man kriegt damit so viel Luftimmunität einfach. Das ist ja richtig simpel dann. Ja, ein gutes Gefühl. I am prepared. Ich wusste. Ohne Scheiß, ich wusste es. Das war mir irgendwo klar. Auf den Trick bin ich schon mal reingefallen. Ey, das Spiel will mich aber auch jedes Mal voll heilen hier, ne? Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass die Gegner hier eh weniger aushalten. Und die Tür geht auf ins Gesicht. Politiker. Die schlimmsten aller Lügner. Okay. Willkommen bei den Politikern. Also. Ich verstehe nur nicht, wenn es hier eh um die Herausforderung geht, warum muss jedes Mal jetzt die Methode geändert werden, wie ich da überhaupt hinkomme? So, was jetzt? Unschuldige beschützen. Vielleicht der Gegner beschütze die Menschen. Was für Menschen? Die da. Oh. Es dürfte leichter werden, als ich glaube. Noch. Die Menschen sind ja nur da. Nein, 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 nein. Der hat das überlebt? Pff, fuck! Ich bin der schlechteste Beschützer der Menschheit. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? BCW, warum achte ich überhaupt noch auf die Seite? Die ist doch eh scheißegal. Die sind da, der Typ ist da eh schon hinüber. Ich hätte es mir so leicht machen können, indem ich einfach mit Kreuzen um mich schmeiße. Aber nö, der Shadow muss sich ja denken, ne, wir machen das auf die coole Art und Weise. Ja, unschuldige Beschützen, das hat sich erledigt. Und zwar gekonnt. Ja, das hätte ich hiermit machen müssen. Das hätte auch auf die Distanz nicht funktioniert, okay. Ja, das hätte ich so machen müssen.
das jetzt viel besser funktioniert. Sieht doch um so vieles besser funktioniert. Aber nee. Ich will ja unbedingt die Scheiße aus denen rausgraben. Voll daneben. Press dich! Wie lang geht denn das? Tja, was soll's, ich krieg dadurch Seelen ohne Ende. Indem ich das Kleinvieh hier zerschredder. Das Ganze hat aber schon irgendwann ein Ende, oder? Okay. Zur Not habe ich immer noch den hier. Herausforderung gescheitert. Begründung, die Aufgabe geht viel zu fucking lang. For fuck's sake. Das ging viel zu lang. So, machen wir halt so. Wen willst du retten? Ja, es geht ja schon los. Aber ich kann sie kurz aufhalten, indem ich da einen hinschleudere. Ich kann die nicht mal weit genug werfen, ist das Nervige. So. Machen wir das mal so. Ich konzentriere mich jetzt mal auf eine Seite. Sonst habe ich immer noch Sünden des Vaters. Das könnte noch hilfreich werden. Oh ja, das ist sogar sehr nützlich. Jetzt wollen sie zu mir. Das ist schön. Gut, Sünden des Vaters sollte es eng werden. Oder einfach mal so. Aua. Ja, der ist tot. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich mein, Alter. Ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Es geht viel zu lang auch. Niemand mag Escort-Missionen spielen. Niemand mag Escort-Missionen. Niemand. Just saying. Das war schon etwas, was Resi 4 so bei vielen so unbeliebt gemacht hat. Diese langen Escort-Missionen mit Ashley. Aber wenn man einfach einen auf Beyblade macht, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Nur. Es geht viel zu lang. Guckt euch das an. Hallo, nein. Lass das. So. Das sind viel zu viele. Ende? Endlich Ende? Ja. Alter, nee, sorry, das sind viel zu viele gegen Ende. Gegen Ende sind das viel zu viele. Das schaffst du doch gar nicht, beide zu beschützen. Das ist doch kackenschwer. Wie sollst du das denn machen? Mensch, Mensch, Mensch. Oh Gott. Okay. Das war jetzt gerade auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber fies. Och, Knacks. Ich nehme mal volle Mana. Wow. So. Paff! Oh, fick dich, Tür. Heuchler. Bist du zu Hause, Dante, im sechsten Höllenkreis. Bei die Heuchlers? Klingt wie ein echter Familienname, wenn man es mal genau betrifft. So, was jetzt? Keine Magie, besiege alle Gegner ohne Mana einzusetzen. Kein Ding. Ein Ding!
zerlege ich euch so. Da habe ich doch kein Problem mit. Autsch. Okay. Ist ja nicht anders gewollt. Zerlege ich euch in Einzelteile. Piss off. Ich darf ja sonst alles einsetzen, von daher. Ach, so einer? Also ganz ehrlich, eure Bonusbedingungen sind ganz schön krank. In weniger als einer Minute? Sag mal, ernsthaft jetzt? Ich hab ganz vergessen, ich brauche ja gar nicht mit dem religiösen Schmurz, brauche ich bei denen ja gar nicht erst ankommen. Das funktioniert immer noch super. Die Missionen werden hier jetzt langsam von ziemlich fun zu ziemlich meh. Jetzt habe ich auf einmal gar nichts mehr, muss Leute beschützen, damit die ersten besser gefallen. Moment, so einen hätte ich auch noch unterhalb einer Minute. Herausforderung abgebrochen, fliehe. Warum? Ich habe so ein Ding schon mal auseinandergenommen. Außerdem fliehe, wie soll ich das denn machen? Solche Dinger schon mal auseinandergenommen. Und da wird der jetzt auch keine... Moment, die Herausforderung ist abgebrochen, nicht wahr? Friss Müll! Okay, er macht auch normalen Schaden, also... Yep. Bitch, please, dich nehme ich auseinander. Komm mal her, mein Freund. Ist nicht. Ist. Fuck. Ich hasse es. Jetzt hat er wieder 10.000 Energie wieder. Warum kann ich eigentlich nicht einfach hochklettern und ihm eine geben? So, jetzt aber. Es ist X, Y, B. So, X. Fuck off. Das ist mein Pony. Du hast mir alles genommen. Hab ich gar nicht. Wow. Wow. Yikes! Habe ich geschafft? Ich bin mir unsicher jetzt langsam. Okay! Das ist passiert. Oh, wir haben wieder 4000 vollständig. Können wir uns wieder Sachen kaufen? Das kann auch gar nicht mal so schlecht sein, glaube ich, aber ich weiß nicht. Dann wär's mal unsere Energie. So. Sehr schön. Wie weit geht denn das? Hat sie nicht gesagt 10 Prüfungen? Sind wir ja fast durch. Haben wir es ja fast geschafft. Nochmal gucken, was uns im nächsten Part erwartet. Und dann ist der Part auch schon wieder frei. Diebe. Yeah. Ihr seid ganz schön krass, was Bestrafungen angeht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Dante's Inferno. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.